Wenn man die Menschen auf der Straße fragt, dann würden sie wahrscheinlich sagen, die größte Gefahr sind Terroristen. Und die zweitgrößte Gefahr sind Migranten. Und dann wird ihnen wahrscheinlich relativ lange erstmal nichts mehr einfallen. Und wenn ich die Frage beantworten müsste, würde ich sagen, die größte Gefahr für Deutschland und für den ganzen Planeten ist der ökologische Kollaps. Wenn wir weiter so wirtschaften, wie wir bisher wirtschaften, werden unsere Enkel und Urenkel keine bewohnbare Erde mehr vorfinden. Die zweite große Gefahr ist, dass Digitalisierung nie von der Seite der Ökologie her gedacht wird. Die größte Bedrohung der Digitalisierung besteht nicht darin, dass zwischendurch mal eine ganze Generation von Leuten in bestimmten Berufen ihren Job verliert, sondern die große Bedrohung besteht darin, dass wir immer mehr Energie verbrauchen, die nach wie vor global überwiegend durch fossile Energieträger gewonnen wird, also durch Öl und durch Kohle. Und die Folge ist, dass die Erderwärmung weitergehen wird. Das wird die Agrarsituation in Ländern wie Afrika, also in Kontinenten wie Afrika, dramatisch verschlechtern. Das wird zu Überschwemmungskatastrophen wegen Ansteigen des Meeresspiegels führen. Und dann haben wir eine Migration, gegen die die Völkerwanderung ein Witz war. Und mit diesen Dingen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und wir müssen uns auseinandersetzen, dass von den Segnungen des Produktivitätszuwachses der Digitalisierung 4/5 der Weltbevölkerung nicht profitieren werden, die aber gerne bei uns leben möchten. Und deswegen brauchen wir eine völlig veränderte Entwicklungshilfepolitik. Das sind so Dinge, die wir einmal aufklärungsmäßig den Menschen klar machen müssen, dass wir etwas dafür tun müssen, dass die Leute aus Afrika nicht zu uns kommen. Denn wenn die Leute aus Afrika viele, viele Gründe haben, zu uns zu kommen, werden wir irgendwann an Grenzen von ihnen schießen müssen. Das liegt in der Logik dieses Systems. Wir sind jetzt dabei, unsere Abwehr Frontex zu verstärken. Etwas, was wir aus moralischen Gründen immer nicht wollten. Solange täglich diese Bilder kamen von ertrunkenen Kindern im Mittelmeer, waren wir immer vorsichtig, niemanden aufnehmen, stärkere Grenzkontrollen nach Libyen zurückschicken und vieles andere mehr. Da verschiebt sich gerade was. Wir zeigen die Bilder nicht mehr. Ja, wir zeigen nur, es darf keiner mehr reinkommen. Und dann freuen sich die Leute, es kommt keiner mehr rein. Wir sehen das Elend nicht mehr. Die ganzen Bilder, die man früher gezeigt hat von den Flüchtlingen auf den griechischen Inseln, die sehen wir nicht mehr. Was mit den Flüchtlingen passiert in Libyen, das sehen wir auch nicht mehr. Wir sehen nicht, was mit den Leuten passiert, die in der Sahara schon auf dem Weg in die Länder umkommen und da verdursten. Und alles das wird im Augenblick nicht mehr gezeigt, weil wir da unsere Ruhe haben wollen, unsere Sicherheit haben wollen. Aber es ist natürlich eine trügerische Sicherheit, weil die Menschen werden sich weiter und weiter und weiter auf den Weg machen, zu uns zu kommen, wenn wir nicht die Verantwortung übernehmen, die einzigen, die es tun können, dass ihre Motive, ihre Heimatländer zu verlassen, nicht mehr so gravierend sind.